Guck mal, er hat seinen Popel an ihm abgewischt, Alter. You guys don't have to leave a mess. What happened? Dope peddler, Juan Cruz. He opened fire and, well, the rest of the story tells itself. Habe ich mich zu Tode erschrocken. You'll want to come meet Mr. Fickman, the neighbor. Sounds like he's got something for you. Okay. Alles klar. Danke für die Info. Hier haben wir eine Kammertür. Die können wir aber leider nicht reinschauen. Was haben wir hier? Können wir auch nicht nehmen. Cole, we got things to do. Ja, alles gut. Schauen wir uns mal um. Okay, gucken wir uns ihn mal an. Warte mal, hier ist ein Zettel. Is this a drug or a village in Borneo? Doesn't appear to be in Spanish. Masanke. Guck mal einer an. Oha. Oha. Hallo, Sir. Warte. Auweia, den hat's erwischt. Den hat's zerrissen. Hey, was ist denn das? Silver dollar. I thought they took these things out of circulation. Aha. Da ist auch noch was. Ah, sein Portemonnaie. Führerschein. Adresse. Juan Garcia Cruz. This is his address, but this place looks like a front. So, können wir noch irgendwas an ihm untersuchen? Aber eigentlich mehr nicht. Ja, Quatsch. Wo kommt bloß diese Verletzung her? Die Uhr? Oder hat er eine Uhr gehabt? Vielleicht können wir noch irgendwas entdecken. Put your hands up in the air. Oh Gott, tut mir leid, Leute. Tut mir echt leid. So, da ist wieder ein Telefon. Aha. Munition. Ach, guck mal an, was ist das denn? Hä? Zeichnung. Ist wirklich wieder ungewohnt, ey. Nach einer längeren Zeit nicht mehr gespielt. Muss mich erst wieder dran gewöhnen. Ach, guck mal, hier geht's raus. Aha. Aha. Ach, hier geht's noch nach hinten. Okay, wir gucken uns aber erstmal im Haus weiter um. Wir können anscheinend da in diesem Schuppen reinschauen. Gehe ich mal von aus. Und da war der andere Typ. Da können wir nicht rein. Da auch nicht. Was haben wir hier? Schrank geht auch nicht auf. Tomatensuppe. Doesn't anyone eat regular meals anymore? Junkies feeding on popcorn and grasshoppers living on soup.
Auch nur eine Tarnung vielleicht, die Firma. Oh, Romane gesammelt. Höchste Qualitätsstandards. Dosensuppen. Oder packen die die Drogen vielleicht? These are the guys keeping one so well stocked with soup. Ah, okay, die verpacken vielleicht die Drogen in diese Suppendosen. Einfach als Tarnung halt, ne? Das kann natürlich sein. Achso, der ist schon der ist schon draußen, liegt schon draußen. Da liegt er. Die Waffe. So, wir können da draußen auch noch mit welchen reden dann? Ja, alles gut. Aber hinten, weil die Musik noch lief, bin ich der Meinung, hier können wir bestimmt noch reingucken. Da ist ja alles zu. Hier kommen wir nicht rein. Was ist da aus? Das ist ja ein Stall. Ach, guck mal an. Aha. Hä? Zucker? Hier sind keine Tiere drinne. Er wartet schon. Okay. Ich sehe jetzt nichts direkt. Eine Schaufel. Hey, Cole, let's get moving. Hä, warum können wir hier reingucken? Hier muss doch irgendwas sein. Oh. Ach. Now we're getting somewhere. Ach, hör auf! Hör auf! Na, guck mal einer an! Und damit machen wir wahrscheinlich die Tür wieder zu. Who in the hell keeps a secret stash of soap? Achso, nee, ist um die Dose zu öffnen. So, und jetzt lass mich raten, da sind Drogen drin. Wie denn? Ich hab grad keine Ahnung. What are we waiting for? Wo ist denn das Ding? Ah, so. Ja, ich hab Hunger. So, jetzt gucken wir mal. Wetten? Ach. I'd say that's pretty good value for 12 cents. Factory sealed. Someone at the cannery has a lot of explaining to do. Na, was haben wir denn hier? Drogen? Und hier? Auch? Ach, sieh mal einer an. Na, siehst du. Genau das haben wir doch vermutet. Ja, puste mich an. With Juan dead, we need a new suspect, Cole. Is there a pattern to the deliveries? Keine Ahnung. This guy EJ seems to be bringing in most of the serious weight. Dates and times seem pretty regular. We
should notify the border crossing. Those fuckers are probably in on it. Let's wait and see how this plays out. Ich habe einfach nur auf den obersten gezeigt oder so und den einfach nur gedrückt. Ich habe gleich den richtigen ausgewählt. Anweisungen. Herkunft. Cole, we got things to do. Also wir haben gleich einen richtigen erwischt. Das war jetzt wirklich Glücksgriff. Okay, wir haben alle Hinweise. Drogen verpackt. Sieh mal einer an. So, dann konnten wir, glaube ich, noch reden mit anderen. Mit ihm irgendwas machen, nicht wahr? Nee. Ist auch noch die Garage? Nix. Ha. Okay, wir haben jetzt zwei neue Anlaufstellen. Aber meint nicht der Polizist, dass hier noch ein Nachbar oder so auch ist? Der mit uns reden wollte? Guck mal, da drüben steht einer. Clear this area immediately. Sofort. That's that cop. Seemed like a cop. Und hier auch bitte. Treten Sie weg. This is a secure area. You all need to leave. Nee, nicht hierher kommen. Gehen bitte. Hallo. Wo ist meine Waffe? Ach, verdammt. Ja, komm. Bringt nichts. Was für ein Typ. So, wir gucken mal da drüben der Nachbar. Oh, er läuft einfach durch. Ja, ist alles abgegrenzt, aber ist egal, ne? Ja, geh mal zur Arbeit. Oder ist es dein Drogenversteck hier? Wake up, Cole. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, da geht's nicht weiter, mein Freund. Guck mal, er hat seinen Popel an ihm abgewischt, Alter. Nice. So, hat der irgendwas für uns? Sir? Wollen Sie mit uns reden? All I know is the man was a poor neighbor. That's all I gotta say. Hä? Wie war es, als wenn er meinte? Der Kopf, dass wir hier mit jemandem noch reden können. Achso, im Auto? Vielleicht auch noch was? Leider nicht. Leider nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt zwei neue Anlaufstellen. Dieser Suppenmarkt oder so. Diese Suppenhersteller, wo die Drogen drin waren. Und noch irgendwas. Suppenfabrik. Und einen Markt. Und da werden wir einfach mal der Spur nachgehen. Ich muss auf jeden Fall jetzt aber leider mal eine kleine Pause machen, weil, wie ich schon gesagt habe, das ist jetzt schon wieder ungewohnt nach einer gewissen Zeit. Wenn man nicht mehr regelmäßig, immer wenn ich immer regelmäßig VR zocke, dann geht es immer umso mehr und umso besser. Aber jetzt, wenn man schon länger nicht mehr gespielt hat, ist es wieder mit der Drehung und so ein bisschen komisch. Aber ich will auch für euch halt besseres Zuschauererlebnis auch haben, und das ist dann doof, wenn dann in diesen Abschnitten, wo es immer beim Umdrehen, ihr wisst, was ich meine, diese dunklen Cuts gibt,
immer in Stücken, das ist blöd. Schöner ist für euch, denke ich auch, dieses Umdrehen. Und ja, dann mache ich mal eine Pause hier an der Stelle und bedanke mich bei euch herzlichst fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, haut rein, macht's gut und ciao.